Grüß Gott aus Brent Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Und wie ihr ja wisst hier auf meinem Kanal, ich habe knapp 33.000 Follower und ich biete immer mal wieder an, über eine Marke auch Werbung zu machen. Das mache ich entweder, weil ich die Marke geil finde oder weil die Person, die hinter der Marke steht, einfach eine coole Philosophie hat und ich die Person einfach cool finde. Oder aber, weil Leute meinen, die müssten mir unbedingt Geld dafür geben und dann bewerbe ich halt die Marke. Und heute möchte ich mal eine wunderbare Marke bewerben von einem ganz tollen Markeninhaber, der eine tolle Persönlichkeit ist und auch viel für Kinder tut und dafür, dass sie sich ausreichend und hinreichend bewegen, aber auch für ältere Menschen. Und er hat eine ganz tolle Philosophie. Deswegen heute mal die Marke Malik. Malik, damit können die meisten erstmal wenig anfangen. Aber Malik ist die Abkürzung und steht für mein alter Lauf ich gern. Malik, das ist die Kurzform für mein alter Lauf ich gern. Und Malik wurde tatsächlich auch als Marke bereits 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen. So, und die Marke entstand aber schon 2011 aus der Feder oder aus der Überlegung des Sportpädagogen Steffen Hartwig. Steffen kenne ich auch schon so lange. Und er ist Lehrer, auch Sportlehrer. Und bei der Planung seiner Unterrichts- und Trainingsstunden kam er auf diese Abkürzung, auf die Idee und suchte ein Konzept, wo es eben mal nicht ums Gewinnen geht, wie das heutzutage immer so ist. Man muss der Beste, der Erste und der Gewinner sein, sondern wo es um die Begeisterung für den Sport geht, für die Freude am Laufen, an Übungen in der Halle. Also wie gesagt, wo die Begeisterung im Vordergrund steht und wo jeder auch sein eigenes Tempo bestimmen kann. Wo aber, weil der Spaß eben im Vordergrund steht, ja, ich sag mal ganz unbemerkt, auch eine körperliche Weiterentwicklung bei Kindern stattfindet. Weil was man mit Begeisterung tut, wisst ihr alle, wenn man dann körperlich fitter wird, das merkt man gar nicht. Das nimmt man einfach so mit, ja. Und deswegen eine super Geschichte. Und er hat dann zwei Konzepte oder sagen wir ein Konzept aus zwei Bestandteilen geschaffen. Und zwar gibt es einmal im Winter in der Sporthalle für Kinder bis 3 bis 17 Jahre einen sportlichen Wettkampf in der Halle. Und im Frühjahr gibt es einen offenen Lauf für alle Altersklassen. Und das ist ja spannend, da können eben Kinder laufen, aber auch Erwachsene, egal wie sportlich oder eben nicht so sportlich sie sind, auch für ältere Menschen, 60 plus, 8, wie auch immer, alle können dort laufen. Und der Winterlauf heißt Wintermalik und der Frühjahrslauf heißt Frühjahrsmalik, maximale Laufzeit 70 Minuten. Und ja, spannende Sache. Ich verlinke euch hier unten drunter natürlich die Entstehung von Malik, die Historie, die Homepage. Und ich darf euch sagen, dass der nächste Malik-Lauf am 9. Dezember 2024 stattfindet. Das Ganze ist in Sachsen-Anhalt entstanden. Ja, dort hat man auch sehr gute Ideen, Klammer auf, wenn nicht sogar manchmal bessere Ideen, Klammer zu, und findet in der Nähe von Magdeburg statt. Und wie gesagt, teilnehmen kann jeder. Und ich kann euch nur empfehlen, schaut mal auf die Seite. Vielleicht ist das ja für euch eine interessante Sache. Sagt, Mensch, das sollten wir ja hier bei uns an der Schule auch haben oder bei uns im Verein. Tolles Konzept, mache ich mit. Schreibt Steffen einfach mal an, ruft ihn an. Ich stelle gerne den Kontakt her. Vielleicht könnt ihr das in Franchise machen, dass das bundesweit eben Schule macht und ein gutes Beispiel ist. Ich würde mich drüber freuen, wenn ich den Kontakt vermitteln kann und wenn daraus deutlich mehr entsteht. Wie gesagt, ich vermittle euch das gerne, verlinke euch das hier unten drunter. Und das ist insgesamt, was motorische Abläufe, Bewegung, Fitness betrifft, eine tolle Sache für uns alle. Damit sind wir heute schon durch oder erst durch, wie auch immer ihr was sehen wollt, so zum Wochenende. Nochmal ein toller Hinweis auf eine tolle Marke, auf einen tollen Menschen dahinter. Und
Ihr lasst mir bitte noch einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal und dann freue ich mich, wenn ihr auch bei meinen weiteren Videos wieder mit dabei seid. Ihr wisst, die gibt es regelmäßig, die gibt es täglich, denn über Marke gibt es halt immer was zu sagen. Also, ich freue mich auch auf euch morgen wieder. Bis dann. Servus!